Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die Rudi Carrell Show. Heute mit einer Referendarin, der das Wasser bis zum Hals steht. Einer Oma, die von heißen Öfen träumt. Einem Fachmann, der jeden Tag lehrt. Einem Arzt mit hochkarätigen Patienten, wieder mit tollen Gesangstalenten und natürlich mit Rudi Carrell. Dich überraschen, schnell kann es geschehen. Dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Gleich das ist ganz klar. Werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr. Werden Wunder Wirklichkeit, werden Träume wahr. Dankeschön, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Hause und hier im Studio. Mit 50% von Ihnen habe ich etwas Gemeinsames. Ich habe einen Schnupfen. Das war falsch. Ich habe einen Schnupfen. Das ist doch falsch. Wenn mein Regisseur fragt, Uli, wie heißt das? Ich habe einen Schnupfen. Ah, du auch. Ah ja, gut. Und Uli, du stehst auf der falschen Markierung. Oh, weia, oh. Ja, da muss man ja aufpassen. Wir haben hier so Markierungen. Und das ist Rudi 1. Und nach dem Lied muss ich dann nach Rudi 2 wegen Hintergrund und Licht. Das ist Rudi 2, dass Sie das wissen, meine Damen und Herren. So arbeiten wir beim Fernsehen. So sind wir überall im Studio, sind diese sogenannte Markierung. Die sind alle festgeklebt. Das muss natürlich. Apropos festkleben. Ich war auf der Fotokina hier in Köln. Und da war sogar eine versteckte Kamera. Tausende Kamera, eine Kamera war versteckt. Da hat ein Team, hat da so Leute reingelegt, die haben einen 100-Mark-Schein so festgeklebt, ja, am Boden. Und die Idee war natürlich, dass dann die Leute vorbeigingen und versuchten, das Ding hochzuheben. Das war unheimlich komisch. Nur da war auch einer von vielen Japanern da. Wissen Sie, was der macht? Das war ganz anders. Der macht das so. Das zeige ich Ihnen. Tja, wir haben wieder viele Imitatoren heute Abend, wir haben viele Überraschungen und als Erste werde ich eine Assistentin suchen, nur auf welche Markierung, wo ist die 3, Rudi 3, Rudi 3, wo ist Rudi 3? Horst, gib mir meine Brille bitte. Dankeschön. Mal gucken. Ja, da ist nur Rudi 3, Dankeschön. Dann haben wir viele Briefe bekommen von Zuschauern, die immer sagen, warum eigentlich immer junge Damen, warum nicht endlich mal ein Mann? Ja, warum nicht? Können wir mal gucken, ob wir einen Assistent finden heute. Ja, sie sind zu jung und dann kriegen wir wieder Briefe, weil immer die jungen Leute und so weiter. Hätten Sie Lust, mein Assistent zu sein? Ja. Ja? Ja. Nun haben wir die Damen immer umgezogen. Die gingen nach hinten, kriegen eine tolle Frisur und so, umgezogen. Würden Sie auch umgezogen werden? Ja, muss wohl sein, mach ich mit. Ja. Ich habe nämlich was, ich habe hier was. Jetzt möchte ich Sie herzlich bitten, nicht zu verraten, was hier steht. Das ist nämlich ein Brief von Ihrer Tochter, Margitta. Und die hat was geschrieben, dass sie ihr Leben lang davon träumen, irgendetwas Besonderes anzuhaben. Hier steht es. Nicht verraten, was es steht, damit die Leute nachher auch überraschen. Stimmt das? Stimmt ja, das ist richtig. Das stimmt. Das möchten Sie gerne. Ja, okay, dann sind Sie am Schluss mein Assistent. Ja, und dann gehen Sie mal nach hinten, um sich umzuziehen. Und Sie bekommen Einweisungen und so weiter. Und dann sehen wir uns später in einem Traum von Ihnen, ja, so einem langjährigen Traum, mal wieder. Gehen Sie bitte mal mit. Seemann. Ja.
Und der Mann heißt Kurt Friedrich. Ja, ich kann kaum sprechen, ich bin so heiser. Ja, ich bin auch auf dem Wege. Wir sind Bordkollegen, ja. Und in 2 Wochen wird der Mann 60. Ja. Ja, das weiß ich alles. Das ist alles von Ihrer Tochter, ne? So, und ja, wollen wir mal eben weitergucken, so hier. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie heißen? Elke Liesegang. Liese? Liesegang. Liesegang. Das Wort kommt von Leisegang. Leiseschleicher. Leiseschleicher, ja. Leise Schleichen. Das erinnert mich an Schmidtchen Schleicher. Mhm, so ähnlich. Ja. Tanzen Sie gerne? Ja. Ja? Ja. Tanzen Sie auch Rock'n'Roll? Bisschen. Ja. Wollen wir einmal im Fernsehen, wir beide zusammen Rock'n'Roll tanzen? Oh ja. Ja? Wollen wir? Ja. Wollen Sie? Nicht sagen. So, warum nicht? Was machen Sie beruflich? Ich bin Lehrerin. Lehrerin? Ja. Ja? Ja, ich, Grundschullehrerin. Ja. Ja, ich weiß das alles. Ja? Ja, ich weiß das. Ich weiß, dass sieht ich gerne... mir das an der Nasenspitze an. Nein, ich weiß das. Von wem könnte ich das wissen, dass Sie gerne mal Rock'n'Roll tanzen? Von wem weiß ich? Nein, nicht von Ihrem Mann. Von wem denn? Von meinen Kindern in der Schule. Ich weiß es von Ihrer Tochter. Aha. Ja. Wo ist Ihre Tochter? Die ist in Spanien. Das glauben Sie. Marbella. Das glauben Sie. Club Mediterrane. Ja? Ja, das glauben Sie. Ja. Denn Sie haben mal zu Ihrer Tochter vor langer Zeit gesagt, ich möchte einmal Rock'n'Roll tanzen mit Peter Kraus. Haben Sie gesagt. Ja? Und wir haben nicht nur, wir haben nicht nur Ihre Tochter da, wir haben auch Peter Kraus. Bitte. So, Sie können da Platz nehmen. Kommen Sie ein bisschen hier. Tja, Peter, herzlich willkommen. In den letzten Wochen habe ich unheimlich viel gelesen über dich in Illustrierten und so. Man tut so, als ob du wieder in bist. Für mich warst du nie out. Danke. Aber ja, geht das so aus dem Stegreif? Sie weiß von nichts, ist nicht auch vorbereitet. Geht das? Wir sollten ein bisschen üben, glaube ich, oder? Erst üben. Was sagen Sie? Ja, wenn mir auch recht. Ja, schon. Sie hätten gerne auch ein paar andere Schuhe. Ohne. Oder ohne Schuhe. Ja. Geht ohne auch. Schuhe, üben Sie eine halbe Stunde mit Peter in einem extra Raum, ja, und dann zeigen Sie mal, was Sie drauf haben mit Rock'n'Roll. Wie? Ja, ja, bitte, gehen Sie mal. Bis gleich. Ja, wir haben wieder Überraschungen gedreht, quer durch Deutschland. Und als erstes in Augsburg. Da überraschte ich Sabine von Lier mitten in einem Lehrgang über Steuerrecht. Guten Morgen. Darf ich Ihnen unterbrechen hier? Morgen, Herr Zangel. Machen Sie Autogramme oder wie? Ja, wenn Sie möchten, dann setze ich mich da hin und mache Autogramme. Welches Thema haben Sie heute Morgen? Einkommensteuerrecht. Also mitten in einer Unterhaltungssendung mit Einkommensteuer ist noch nicht unbedingt das Wahre. Können wir eine kleine Pause eben einlegen? Darf ich eben mal so ein bisschen eine kleine Umfrage machen hier? Bitte sehr. Dann nehmen Sie bitte Platz, ja? Dann wollen wir mal eben gucken. In meiner Samstagabendshow erfülle ich Wünsche. Haben Sie einen heimlichen Wunsch? Mhm, ich möchte ein Auto haben. Ein Auto haben? Ja. Wie fahren Sie jetzt? Im Zug. Im Zug? Ja. Ja, und wie lange dauert es noch? So 2-3 Monate. Wie? Auf 2-3 Monate? Ja. Kriegen Sie eins, ja? Dann wollen wir mal weiterfragen, so. Haben Sie einen Wunsch irgendwie? Ich bin wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Und Sie? Ja, ich auch. Sie auch? Ja. Ja? Und wie ist es mit Ihnen? Ja, schließe ich mich an. Ha? Haben Sie etwas Besonderes, was Sie schon lange mal möchten? Nee, ich bin auch wunschlos glücklich. Auch wunschlos ja. Glücklich. So einen glücklichen Verein habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wie hier, so. Ungeheuer. So. Er liest einfach weiter, also ist auch wunschlos glücklich. Wie ist es mit Ihnen? Ja, ich bin hier, um mein Examen irgendwann zu bestehen. Das ist mein Wunsch. Ja, wenn Sie noch fertig sind, was werden Sie dann? Das hängt davon ab, wie es ausfällt. Ja, das auch wieder. Und wie mit Ihnen? Haben Sie verrückte Wünsche? Ich möchte ein besseres Fernsehprogramm. Ein besseres Fernsehprogramm? Ja. Haben Sie Lust, daran mitzuarbeiten? Ich habe keine Zeit dazu. Ja, die Zeit können wir machen einfach. Aber Sie arbeiten daran, damit das Fernsehen besser wird. Ja, gerne. Ja? Ja. Denn ich weiß etwas über Sie. Sie sind doch Sabine von Lier. Wo haben Sie das denn gelesen? Sie haben eine Freundin in Berlin, die hat uns geschrieben, dass Sie immer so verrückte Wünsche haben. So. Tatsächlich? Ja, eine Pommes frites-Bude in Spanien aufzumachen. Ja, wenn ich durchgefallen wäre, hätte ich das gemacht. Ja.
Aber sie haben irgendetwas, das weiß nur ihre Freundin. Etwas ganz Verrücktes, was sie gerne machen möchten. Ich will eine Kfz-Werkstatt aufmachen. Na, noch etwas. Keine Ahnung. Doch, das haben sie ihr schon oft erzählt. Sie möchten so gerne mal ein Floß bauen. Ein Floß bauen, ja. Und damit ein kleines Flüsschen entlangfahren. Mhm. Dann wollen wir das machen. Gerne. Ja? Ja. Jetzt gleich. Jetzt? Sofort? können Sie frei fragen? Nee? Herr Zangl, darf Sie mit ein Floß bauen? Ich bin gerne. Ja? Sind Sie auch allein zusammen? Ja. Ja? Dann gehen wir jetzt. Ja, gehen Sie mit. Komm mal mit. Ja. Wollen wir mal gucken, ob das Fernsehprogramm dadurch besser wird. Ja, klar. So, bitte. Also fuhren wir nach Wallenfels in der Nähe von Bayreuth, wo es seit Jahrhunderten abgeholzten Bäume werden da Flöße gebaut. Heutzutage geht der Transport natürlich über Land, aber Flöße werden immer noch gebaut in Wallenfels. Sabine wurde als erste Frau sehr herzlich in diesen Männerkreis aufgenommen und eingeweiht in die Kunst des Floßbauens. Und am nächsten Morgen ging es dann richtig los. So, Sabine, jetzt wird das Floß zu Wasser gelassen. Und ja, ich hätte eigentlich eine Flasche Sekt haben müssen, um das Floß zu taufen auf den Namen Sabine von Lier. Das wäre schön gewesen, ja. Bitte, hau ruck, meine Herren. Hau ruck! Hau! Das ist toll. So, jetzt legen wir hier an, ja? So, jetzt gehen wir hier raus. So. Na, herzlich willkommen am Zielort in Wallenfels. Danke, so ganz herzlichen toll. Glückwunsch zur bestandenen Floßfahrt. Kann ich nächsten Samstag wieder mitmachen, ne? Keinen Preis darf ich dir diesen Lohnsacken der Flößergemeinschaft Wallenfels überreichen. Vielen Dank. Als Andenken für die nächsten. Und hier ein dreifaches Feuer, Dunnekeil. Feuer, Dunnekeil. Feuer, Dunnekeil. Feuer, Dunnekeil. Prost. Auch heute Abend für uns Sabine von Lier. Zusammen mit Gabi, die auf die Idee kam, den Brief zu schreiben und schöner Beitrag war. Wie kam es, dass Sie ins Wasser fielen? Ich habe versucht mitzuhaken und der Haken ist irgendwo stecken geblieben und ich habe zu spät losgelassen.
Ja, das der Erich hat noch gesagt, loslassen, loslassen. Aber ich habe gedacht, ich schaff's noch. Und dann bin ich einfach abgestürzt. Ja. Sie machen diese Fahrten oft mit, ich glaube, ein paar hundert Touristen hintereinander. Ja, bis zu 600, 650 Mann fahren wir oft mit 28 Flossen hintereinander. Na, passiert es oft, dass mal jemand über Bord geht? Ach, kaum, wenn sich jeder nach den Richtlinien hält. Also kann auch für sich wenig passieren. Hat sie auch getan oder hat sie wollte es zu gut machen? Ja, es ist so, als Flöße, die Flosse laufen dort unheimlich schnell, ist der Haken unten an einer Wurzel hängen geblieben. Und wenn man dann nicht gleich nach hinten geht oder den Haken fallen lässt, ist es zu spät. Ja, genau gesehen. Aber es war ein schöner Beitrag. So, und jetzt kommen unsere Imitatoren endlich mal ran. Und als erste kommen hier Hannes Stepper und Bernhard Lehmeyer. Ja, Sie kommen aus dem Arbeitsamt und Sie sind hier bei der Arbeit. Erstmal Sie, was machen Sie beruflich? Ja, ich bin bei der Firma beschäftigt. Das heißt, ich war 6 Jahre beim Arbeitsamt in Nürnberg. Von dort bekam ich die Möglichkeit, mich beruflich zu qualifizieren. Und zwar läuft das alles in Mannheim ab. Und so kommt es, dass ich seit einem Jahr in Mannheim bin, an der Fachhochschule. Und später kommen Sie hier wieder zurück? Ich komme wieder zurück. Zwar in einem anderen Tätigkeitsfeld, aber wieder nach Nürnberg. Ja. Und welche Leute haben Sie zu tun gehabt, diese 6 Jahre, dass Sie das gemacht haben? Ja, es waren vor allen Dingen Ratsuchende, Arbeitslose. Und meine Hauptaufgabe bestand darin, sie zu betreuen und global ausgedrückt das Stempelgeld an den Mann zu bringen. Aber gestempelt wird nicht mehr. Gestempelt wird nicht mehr. Der Begriff ist zwar noch gebräuchlich, aber es läuft jetzt alles über EDV. Es wird nur noch ge-EDV'd. Ge-EDV'd. Ja. Und ja, was machen Sie genau? Ja, ich bin von Beruf Bauleiter im Straßenbau in einer Baufirma in Neumarkt in der Oberpfalz und komme mit sehr vielen Leuten zusammen, macht sehr viel Spaß. Haben Sie auch mit dem Arbeitsamt zu tun? Ja, sicher, weil wir immer Fachleute am Bau brauchen und da haben wir öfters Kontakt mit dem Arbeitsamt. Haben Sie sich da kennengelernt? Nee, am Arbeitsamt haben wir uns nicht kennengelernt. Aber wie haben Sie sich da kennengelernt? Wir sind Hobbymusiker, spielen also in einer Band und dadurch... Was spielen Sie für ein Instrument? Ich spiele Schlagzeug. Und Sie? Ich spiele Keyboards und Trompete. Aber heute Abend singen Sie? Jawohl. Und Sie möchten imitieren? Ja, wir wollen ein Stück von Hoffmann und Hoffmann machen, Rücksicht. Na, kommen Sie bitte mit rüber. Ich habe hier schon die passenden Sachen für Sie. So, einmal für Sie und für Sie. Warten Sie noch eben, weil ich habe auch noch hier eine Gitarre. Wo sieht mir wie ein kleines Boot aus. Das klingt auch so. Benimmt das? Sie? Ja? Okay, bitte, dann gehen Sie. Meine Damen und Herren, Hannes Stepper und Bernhard Lehmeyer, eben noch vor dem Arbeitsamt, jetzt auf unsere Showbühne. Ich kann nicht alleine sein mit all den ungeklärten Fragen. Was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen, das Glück von anderen tut mir noch weh. Warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder. Jeder dachte immer nur an sich. Und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns verband. Einsicht, dass jeder seine Fehler hat. Und Weitsicht, das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Waren wir wirklich nur vor Liebe blind oder einfach zu bequem? Haben wir denn nicht gemerkt, was uns noch fehlt? Vielleicht ging alles für uns viel zu schnell, verband uns wirklich nur die Nacht. Wussten wir nicht, dass der Tag genauso zählt.
vertrauen, weiß Angst vor ehrlichem Gefühl. Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt, und Nachsicht, die keiner bei dem anderen fand, und Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns verwandt. Einsicht, dass jeder seine Fehler hat, und Weitsicht, das Leben findet nicht nur heute statt, und Vorsicht, dass man den anderen nicht zerbricht. Samstagabend, ein Familienprogramm für Jung und Alt, hoffen wir. Und wie alt bist du? Ich bin 12. 12. Was ist dein Hobby? Schlagzeug. Schlagzeug? Ja. Möchtest du später auch mal beruflich machen? Oh, ich weiß noch nicht. Vielleicht. Ja. Was sagen deine Nachbarn dazu, dass du immer Schlagzeug spielst? Oh, das geht doch. Ja? Ja? Hast du auch einen Wunsch in Sachen Schlagzeug? Oh, so gut wie möglich zu werden. Das ist schön, aber das meine ich nicht. Ich weiß was von dir. Ja? Aha. Du heißt Thorsten Franz, stimmt das? Ja. Ja? Und dein Wunsch ist einmal mit einem guten Perkussionisten zusammenzuspielen. Ja. Muss ich mir erklären, Perkussionist, ja, alles was außerhalb Trommel da ist, wo man uns schlagen kann, das nennt man Percussion, ja. Kennst du Nippi Neuer? Ja, kenne ich. Ja? Möchtest du mal mit ihm zusammen spielen? Ja. Ja? Na, hier ist er, Nippi Neuer! Ja. Du hast ihn schon mal gesehen? Ja, im Fernsehen. Im Fernsehen, ja? Und wie sieht er aus, wie ein Indianer, oder was meinst du? Ja? Nippi, sind Sie Indianer? Oder? Nein, ich bin kein Indianer. Ich komme von bin geboren auf einer Insel, Sulawesi. Und das liegt wo? In Indonesien. Ah, ja. Und Sie wohnen jetzt? In Amsterdam. Aha. Können wir eine andere Sprache sprechen? Ja, ich spreche auch Nederlands. Ja. Aber Sie sind nicht hauptsächlich in Deutschland so, bei Tourneen, bei großen Konzerten und so. Ja, und geht das so in einer halben Stunde zusammen, eben mal was einstudieren? Ja. Okay. Du sagst jo, ja, ist es auch so. Ja? Na, okay, dann probt die mal zusammen und bis nachher. Okay. Ja? Okay. Sie sehen alle so chic aus heute Abend, wunderbar. Sie auch, ganz chic, so. Ja? Ist schade, wenn Sie hinter so'n Ding sitzen, so. Ja? Mit hübsche Beine und so. Und, ja, sollte man wie ein Mann kennen, sehen Sie. Kommen Sie doch mal einmal mit mir, wir gehen eben rüber. Geben Sie mal einen Arm, meine Damen, wie heißen Sie? Ingrid Jungmann. Ingrid Jungmann aus? Köln. Applaus, meine Damen und Herren. Kommen Sie mal mit. Bitte, Ingrid. Ich gehe mal eben vor auf diese Seite, so. Ingrid, ja, echt ziek zijn ze jou. Wie vinden ze dat het hier aussieht, zo in het studio? Toll. Is schön, hè? Ja. Ja. Wie sieht het bij Ihnen aus zu Hause? Gut, ja. Gut. Ja. Noch, wir sind fast im Umzug. Nächstes Jahr wollen wir zusammenziehen, mein Freund und ich, im Januar. Darum fange ich jetzt schon langsam an mit dem Aufräumen und Ausmisten. Nun, haben viele Frauen in ihrem Alter, die haben so zu Hause so bestimmte Sachen. Ne? Es gibt Leute, die bestimmte Kissen haben oder sammeln Sie etwas zu Hause? Ja. Was? Alles, was mit Schweinen zusammenhängt. Alles, was mit Schweinen zusammenhängt. Das heißt, Sie haben eine Kollektion von kleiner Größe Stoffschweine, kann man sagen. Stoffschweine, Postkarten, Porzellanschweine, alles. Bedruckte Kissen, Dosen mit Schweinefleisch. Genau. Nein, kein Schweinefleisch. Schweinefleisch? Nein. Sie lieben Schweine. Ja, aber kein Schweinefleisch. Nee. Können Sie so an einem Schweinestall stundenlang so Schweine anschauen? Ja, im Zoo. Und gerade die Kleinen. Ja. Das ist toll, hè? Ja, ich liebe es auch so. Ja. Na, ich habe sie hierher geholt, weil ich ein kleines Geschenk
für Sie habe. Ich hoffe, dass Sie in Ihrer Sammlung dieses Schwein noch nicht haben. Haben Sie dieses schon? Nein. Haben Sie noch nicht? Nein. Na, das schenke ich Ihnen mal. Aber ist noch was dabei? Passen Sie mal auf, was Sie haben. Wollen wir ihn anmachen? Schauen Sie mal, wie schön. Ja, schön, ne? Ja, genug. So, bitte. Das schenke ich Ihnen. So, bitte sehr. Ja? Bitte, alles Gute, auf Wiedersehen. Einen Augenblick noch. Ach, kommen Sie noch mal, komm einmal hier. Wissen Sie, das war ein Geschenk von mir. Das von mir. Nur, ich weiß, dass Sie so gerne mal als Haustier ein richtiges Schwein haben möchten. Ja, nicht so ein 250 Kilo Ding, das nicht. Aber es gibt eine bestimmte Zucht, das sind so Mini-Pigs. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, die wurden früher in Deutschland gezüchtet, jetzt in Italien. Ja. Sie hatten keine Gelegenheit, nach Italien zu gehen. Und jetzt hat Ihr Freund, der Tino, der da sitzt, uns gebeten, ein bisschen behilflich zu sein. Möchten Sie so ein Mini-Pig wirklich auch zu Hause haben? Habe ich mir immer gewünscht. Ja? Ja. Na, bitte, hier ist Ihr Mini-Pig. Mal gucken. Da ist es, mach mal auf, Horst. Guck, da ist Ihr Mini-Pig, ja? Wir haben auch was, ja, wir haben auch was zu essen, könnte ich, guck, hier, da, hier. Nur Hunger hat es noch nicht. Hier hast du was zu essen. Da. Na, ist das genau, was Sie sich vorgestellt haben? Ja? Okay. Ich bin ganz sprachlos. Ja, Ihr Schwein nicht. Ja? Und wenn Sie es auf den Arm nehmen, das erste Mal wird es schreien, aber langsam gewöhnt Sie sich daran. Ja, der Horst hatte schon 2 Tage das Mini-Pig zu Hause, Herr Horst. Ja, aber es ist ein wunderbares Tier, diese Farbe ist so wunderschön. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vor allem, und dann machen wir schon sehr viel Glück damit. Ja, bitte sehr. Okay. Und weiter geht's mit unseren Imitatoren. Hier ist Britta Frenzel aus Essen. Schmerzen? Gut. Tag. Darf ich fragen, was machen Sie genau hier beim Zahnarzt? Ich habe eine Lehre angefangen als Zahnarzthelferin. Wie lange machen Sie das jetzt? Seit 3 Monaten. Aha. Und werden Ihre Zähne auch von Ihrem Zahnarzt gemacht? Ja. Aber das macht er umsonst? Nein. Nicht? Nicht. Tut mir leid, Nobby. Ich wollte was für dich tun, aber es geht nicht. Gut, und was möchten Sie immer Zahnarzthelferin bleiben? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, mein Traumberuf wäre Sängerin. Sängerin. Und die meisten, die von diesem Beruf träumen, die tun nichts dafür. Tun Sie etwas dafür? Ja, ich nehme Gesangsunterricht seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren, richtig? Gesangsunterricht heißt, dann muss man die klassische Übungen machen. Ne? Zum Beispiel, ich habe auch so lange her Gesangsunterricht gehabt, da musste ich so Sachen machen wie und das stundenlang. Haben Sie auch so eine Übung? Ja, zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht, dann geht man ja. Dann heißt die Übung gähnen. Gähnen, genau. Und wie geht das? Zum Beispiel so. Und wie klingt dann die Entwarnung? Das ist toll. Aber es ist sehr wichtig, wenn Sie Karriere machen möchten, dann muss man wirklich richtig. Ja. Ja, Basisunterricht muss man haben. Aber zum Beispiel, wenn man erkältet ist, so wie ich, durch diese Gesangsstunde, die ich damals gehabt habe, kann ich immer noch darüber singen und dann geht es noch. So, ja, und wen möchten Sie imitieren? Ich möchte gerne Sandra imitieren. Sandra, ja? Dann gehen Sie bitte mal mit. Auch sehr erfolgreich, Sandra, international auch und so. Sieht wahrscheinlich toll aus, wenn Sie es gleich anhaben. Mit welchem Lied? Hm? Everlasting Love. Was heißt das? Immerwährende Liebe. Immerwährende Liebe? Immerwährende Liebe. Ah, immerwährende, Entschuldigung. Okay, bitte gehen Sie, meine Damen und Herren, Britta Frenzel, eben noch im Wartezimmer, jetzt auf unsere Showbühne.
Tja. Zahnärzte dürfen keine Werbung machen, aber Herr Doktor, sie hat einen tollen Werbespot für Sie gemacht. So, die nächste Überraschung, die drehten wir in Hamburg. Noch ist es ruhig auf dem Hamburger Rathausmarkt. Noch. Und etwa 5 Kilometer von hier entfernt sitzt eine ältere Dame bei Kaffee und Kuchen noch ganz ruhig in einem Seniorenkreis. Und noch weiß sie nicht, dass sie gleich hier Mittelpunkt sein wird. Hallo. Das ist aber eine Überraschung. Doch, doch, das gibt's. Das gibt's doch nicht. Häng ich schon mit meiner Jacke in der Torte hier. Ne? Darf ich eben dazukommen? Ja? Wir müssen uns ein bisschen Rouge auflegen, damit wir auch wirken. Also, wir haben hier einen Seniorentreff. Das heißt, ich bin hier richtig, denn der Kuhlenkampf hat in einem Interview gesagt vor ein paar Tagen, Karel sieht aus wie sein eigener Großvater. Ja. Aber was heißt jung, was heißt alt? Für Kinder bin ich alt und für ganz alte Menschen bin ich wieder jung und so. Und mir ist aufgefallen, dass es, was ältere Menschen angeht, unheimlich viele Vorurteile gibt. Ich habe mir auf dem Weg hierher habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja? Zum Beispiel, wenn junge Leute Probleme haben, dann sagen sie, die haben Depressionen. Und wenn ältere Leute Probleme haben, dann heißt es, sie stänkern. Wenn junge Leute müde sind, dann heißt es, sie brauchen Urlaub. Ja? Wenn ältere Menschen müde sind, dann heißt es, sie bauen ab. Ja, das sind so alles Vorurteile. Nur die ältere Generation ist selbst schuld, wenn sie sagt, ja, ich wollte in meiner Jugend mal das und das machen, aber jetzt bin ich zu alt dafür. Das sage ich schon gar schon. Gibt es bei Ihnen etwas, was Sie so in Ihrer Jugend mal machen wollten, wofür Sie sagen, ja, jetzt bin ich zu alt dafür? Ich wollte gerne Sängerin werden, aber dann ist das nachher doch nichts geworden. Nee. Ja, von Ihnen weiß ich es. Ja? Ja. Sie sind Frau Röster. Ja, stimmt, ja. Ich weiß auch, wie alt Sie sind. Sie haben, na, das ist ein Ding. Sie haben 5 Kinder. Sie sind Großmutter von 6 Enkelkindern. Stimmt auch. Sie lieben Popmusik. Stimmt auch. Ja. Was ist so Ihr Lieblingssänger? Ach, das kann man nicht so sagen. Also das ist, da bin ich nicht so wählerisch. Also Hauptsache es ist so was Poppiges oder sowas. Pop, Rock auch? Rock auch, ja. Ja. Sie sind, kann man ruhig sagen, jung geblieben und Sie haben unheimlich viel Verständnis für junge Leute. Ja. Ne? Was halten Sie zum Beispiel von, wird oft geschimpft über Motorradfahrer, was halten Sie davon? Ja, das weiß ich, was soll man dazu sagen? Ich finde, die Zeit hat sich sehr geändert. Es wird nicht mehr so brutal drauf losgejagt wie sonst. Also da hat sich schon einiges getan. Aber in Ihrer Jugend, als Sie jung waren, wollten Sie mal ein Motorradführerschein machen? Ich wollte, auf jeden Fall wollte ich das, aber ich durfte nicht. Von den Eltern nicht. Und dann weiß ich von Ihren Kindern, dass Sie so unheimlich gerne mal Motorrad fahren möchten. Was möchten Sie? Ja. Ich habe ein Motorrad dabei. Wollen wir es erst mal anschauen? Ja, ja? Ja, kommen Sie auch mit. Schauen Sie uns mal an. Und Sie schauen gleich zu, hä? Es dauerte nur 10 Minuten, da war Frau Rösner verwandelt in einen Easy Rider. Sie nahm Platz auf dem Motorrad von Rechtsanwalt Mutzmann und es konnte losgehen, eskortiert von Mitgliedern des Hamburger Harley-Davidson-Clubs. Tja, fühlen Sie sich bequem so? Ja. Ja? Ja. Also, Oma fährt nicht im Hühnerstall-Motorrad, sondern quer durch Hamburg mit dem Harley-Davidson-Club. Zusammen gute Fahrt. Danke. Thank you.
heute Abend bei uns Elvira Rösner aus Hamburg. Na, hat Spaß gemacht, ne? Eine Überraschung, dass die Polizei auch noch dazu kam. Ne? Am Schluss, ja. Ich habe hier etwas. Ist ein Herr Karl-Heinz Schubert aus Bergholzhausen anwesend? Wo? Wie geht's Ihnen? Gut? Ja, okay. Wollte ich nur wissen, ob es Ihnen gut geht. So, und weiter geht's, meine Damen und Herren, in unser Programm mit. Sind Sie enttäuscht? Ja. Ja, möchten Sie auch überrascht werden? Möchten Sie überrascht werden? Na, kommen Sie mal her, wir suchen mal was. Kommen Sie mal runter. Kommen Sie mal. Meine Damen und Herren, Karl-Heinz Schubert aus Bergholzhausen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Bitte nehmen Sie Platz. Sind wir uns schon mal begegnet? Nein. Ne? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Sie kommen mir so bekannt vor. Dachte, dass ich Sie mal gesehen habe. Passiert Ihnen das auch mal, meine Damen und Herren, dass Sie irgendwo kommen und dann sehen Sie jemanden und denken, den kenne ich doch. Ja? Aber das ist eine Verwechslung, da hat jemand eine gewisse Ähnlichkeit und so. Ist Ihnen schon mal sowas passiert? Ja, mir ist schon sowas mal passiert, das stimmt. Wie ist es eine bestimmte? Bitte? Eine bestimmte Geschichte? Das ist mir mal in Essen passiert, bei einer schweißtechnischen Ausstellung ist mir das mal passiert. Aber was passierte da? Da war ich auf der Herrentoilette, wie Sie es gehört. Und da hat mich ein Herr angesprochen und sagte, Herr Schubert, was machen Sie denn hier? Aber ich kannte den Herrn nicht. Ich hab Moment, Sie heißen doch Schubert. Das ist richtig, aber ich habe ihn gefragt, tut mir leid, ich weiß nicht, woher ich sie kenne. Und dann kam es raus, dass es versehen war. Also, dass ich auch den Herrn, den er kannte, der hieß auch Schubert und sah genauso aus. Gewisse Ähnlichkeit. Ja. Und der Mann, der Sie damals angesprochen hat auf Toilette, hieß Camillo Schreiber. Das. Das wissen wir. Ja. Das nicht zu fassen. Das ist jetzt 7 Jahre her. Das hat ja. Sie waren doch damit beschäftigt. Ja, das stimmt. Das möchte Sie gerne mal wissen, ob die Ähnlichkeit nun wirklich da ist. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich da mal anrufe. Braucht nicht mehr, denn hier ist er. Manfred Schubert. Das ist er nun, nach 7 Jahren. Ja, ja, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, so kann man sagen. Gibt es eigentlich sonst noch Parallelen so zwischen den beiden? Was machen Sie beruflich? Sie sind ich bin ein Außendienstmitarbeiter bei einer schweißtechnischen Gesellschaft. Ingenieur? Ja, Ingenieur. Ja, und Sie sind? Ich bin auch Ingenieur. Auch Ingenieur. Wie groß sind Sie? Etwa 1,80. Ja, ich bin schon ein bisschen geschrumpft auf 1,79. Also Sie waren vor 7 Jahren auch 1,80. Sie haben die gleiche Frau? Nee, das geht nicht. Nee, das ist gut. Aber gewisse Ähnlichkeit miteinander. Ich nehme an, dass es, Sie wussten auch von der Geschichte, ja, dass es Ihnen Spaß macht. Der Kollege, der Sie getroffen hat auf der Herrentoilette, mit dem kegel ich zusammen, und der hat ja mir das am nächsten Kegelabend erzählt. Du, Manfred, ich habe dich getroffen. Du, das gibt's doch gar nicht. Das sah genauso aus wie du. Und da heißt auch nur Schubert. Na toll. Sie haben einander bestimmt einiges so zu erzählen, weil Sie auch die gleichen Berufe so fast haben und so weiter. Wir machen erstmal weiter in unserem Programm mit den Imitatoren. Und hier kommt Heiner Thiel aus Kirchhellen. Tja, was gibt es so alles hier? Teppichböden, Tapeten, ja, also Ihr Beruf? Ist Einzelhandelskaufmann für Tapeten und Teppichboden. Aha. Also machen Sie hier im Geschäft? Nein, ich bin Reisender. Also ich gehe in Einzelhandelsgeschäften rein und präsentiere meine Ware. Ihre Ware. Und das haben Sie dann wieder irgendwie auf eine große Messe eingekauft, Großhandel eingekauft? Und ja, ich komme vom Großhandel, ja, und gehe dann in den Einzelhandel. Ja, aber ich meine, versuchen Sie, Ihren Geschmack zu verkaufen. Ist das, was Sie mögen? Oder? Natürlich spielt das auch eine Rolle, dass man einen eigenen Geschmack hat und den natürlich auch weiterbringen möchte. Ja.
Und was ist so in, so alles heutzutage? Also es gibt eigentlich keine Modetrends. Das Einzige, was in ist zurzeit, ist bei den Kinderzimmern, das ist Alf. Ja. Alf überall. Ja. Ja. Und schlimm sind wir dann, das ganze Zimmer voll mit Alf. Ja. Ja. Die Kinder haben Alfträume. Ja, ja. Und wen möchten Sie imitieren bei uns? Bab. Bab, die ganze Gruppe? Nein, nur den Wolfgang Niedegen, den Sänger. Wolfgang Niedegen. Dann wollen wir mal gucken, was trägt er immer, was hat er immer an, der Wolfgang? wir müssen hier rüber. Entschuldigung, das ist hier. Würde das passen, was ich hier habe? Das passt. Das passt gut. Wie heißt das Lied? Time is cash, time is money. Das ist ein englisches Lied. Ist ein englischer Titel mit kölschem Text. Ah, der Text ist kölsch. Der Text ist kölsch. Sprechen Sie kölsch? Nein, aber ich trinke es. Ah ja. Gut, dann bitte gehen Sie, meine Damen und Herren, Heiner Thiel, eben noch im Tapeten- und Teppichbödengeschäft, jetzt auf unsere Showbühne. Charterjet oder bist du über die Indien geschickt? Frankfurt rein, mein GP5, Peter, hallo. Er kriegt ein Fenster, blaues aus dem Jung. Sechs Reihe für Ever, Gott sei Dank. Hätt's ihm im Darm und hätt's ausdreht am Klo. Hätt's so windig sind der T-Shirt an. Dank ihre Mappe für der Sonnenbank. Boah, ihr sprayst doch da, die Tick war Flor im Lo. Zwei Bacardis gegen die Fluchangst, auf vierten Griffe doch noch ihre Hand. Time is cash, time is money. Ende zu Julias im Romeo, die Badalanung war so längst bedo. Vom Erfurt dann mit Taxi treten am Camp, mit Stachel, Drache, Böbel, Affe getrennt. Wir grüßen uns, kocht der Landtausch, Muschel, Elbrun, schon. Mit cooler Atmosphäre in der Luft. Die Air-Condition, absolutes Muss. Ob jeden Ländstuhl schon drauf klopft, Robinson. Julia sprach, ich mach mich schnell mal frisch zu Romeo, der lenkt schon unterm Tisch noch und vom letzten Jahr in Thailand am Drömen war. Nur hat sie auf der Söblerer Stunden und unserem Kavalier da doch zu wohnen. Time is cash, time is money. Sie da nicht lange mit rum gequält. Schon mal der Schwein zur Direktion bestellt. Das fand er nämlich überhaupt nicht funny. Sieht jetzt wieder Videos und Julia träumt von ihrem Romeo in einem Großraumbüro irgendwo in die Salon. Zeig doch mal die Bilder. Schon für die Dias daheim im Real. Hält sich die Triple und das so war klar. Letztes war der ganze Tennisclub echt platt. Und wenn er bis übertrieben, von wem ich bei alle Bettchen hatte, so viel Frischfleisch haben die nie zu ihr drauf. Fotos sind mit Hula-Hula-Nege. Wer trinkt Party, natürlich sicher. Time is cash, time is money. Ja, mein Name ist Dermis Robinson. Die Medizin studiert in Iserlohn. Oder war das in Hagen? Tja, und wie war die kurze Probe? Sehr heiß. Das war ja furchtbar heiß. Das glaube ich, ja. Und Sie glauben, Sie schaffen es? Ja, sie hat mir ein paar Schritte gezeigt und ich fühle mich jetzt fit. Okay. Wir können es packen. Meine Damen und Herren, Frau Liesegang
und Peter Kraus mit einer alten Nummer von ihm, Tutti Frutti. Morgen zum Acht, Rock'n'Roll hat uns verrückt gemacht. Hörde Brudi, Hörde, Hörde Brudi, Hörde, Hörde Brudi, Hörde. Bam, bam, du, bam, blab, bam, bum, in der Bar, seid du. Und war verliebt im Nu, in der Bar, seid du. Und war verliebt im Nu, denn so einen Swing gab's noch nie. Ein Mädel rockt und rollt wie sie. Hörde Brudi, Hörde, Hörde Brudi, Hörde. Ja, Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen, einmal mit Peter Kraus Rock'n'Roll zu tanzen. Und nach so einer kurzen Probe, muss ich sagen, schon ein tolles Paar. Und du weißt, dass im österreichischen Fernsehen bis zum zweiten anschließend nochmal eine andere Show. Machst du da auch Rock'n'Roll? Ja, mit meinen Tänzerinnen. Mit Tänzerinnen, geübt, ja. Ich fand aber es macht Spaß mit dir. Das glaube ich. War schön. Applaus für diese beiden, ja. Und die nächste Überraschung treten wir in München. Ich meine, ich liebe Kontraste. Mühl und Blumen ist wohl ein ganz großer Kontrast. Und doch haben beide etwas zu tun mit einer Überraschung, die ich jetzt machen möchte. Denn Erich Gebhardt ist bei der städtischen Müllabfuhr. Nun wollten wir ihn heute bei der Arbeit überraschen. Aber ausgerechnet heute hat er Silberhochzeit und ist zu Hause geblieben. Darum habe ich auch die Blumen gekauft und wollen wir erstmal eben gratulieren. Grüß Gott. Sind Sie Frau Gebhardt? Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit. Bitte. Recht, vielen Dank. Einmal eine Hand überschütteln, ja. Ist Ihr Mann auch da? Ja, der ist auch da. Darf ich mal reinkommen? Ja, komm ich. Gut. Wo ist er? Hier? Ja, Dienst. Geradeaus. Grüß Gott. Wie der Wahnsinn. Wie der Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch zur Silberhochzeit. Ja, danke schön. Im Namen aller Fernsehzuschauer. Gottes Willen, hast du gehört. Hallo. Hast du das gewusst? Nein. Hat sie nicht gewusst? Und meine Kinder haben nichts gesagt. Na? Oder wir? Und die Blumen sind für Ihre Frau. Oh, danke schön. Für Sie habe ich noch was anderes. So? Erstmal eine Frage. Wie lange sind Sie Müllkutscher? Also, ich überlege, Sie wollten fragen, wie lange bin ich verheiratet? Das ist bei der Silberhochzeit. Nein, 23 Jahre. Im Mai waren es 23 Jahre. Bei der städtischen Müllbeseitigung, ja. Macht das Spaß, die Arbeit? Eigentlich schon, weil wir guter dufter Haufen, sagen wir immer. Ne? Weil wir echt ziemlich zusammenhalten alle. Wie wird man eigentlich Müllmann? Wie Ach, das ist doch ganz einfach. Da geht man ins Rathaus und sagt man, was haben Sie für Beschäftigung? War ja Kraftfahrer, Berufskraftfahrer. Ja, braucht man eine besondere Ausbildung? Nein, braucht man nicht. Das ist man von einem Tag auf den anderen. Passiert auch mal was Lustiges? Mehr wie genügend. Ich sammle lustige Geschichten. Ja? Ja, ja, ich habe so ein kleines Büchlein. Und da sammle ich so lustige Geschichten. Sammeln Sie auch mal so bei Sperrmüll, so
besonders? Ja, sicher, sicher. Ja? Haben wir sogar da im Haus herin. Sie haben eine Sammlung hier? Na, Sammlung nicht, aber man hebt sich so Sachen auf, die einem gefallen. Aber zeigen Sie uns doch mal die Musikinstrumente, die Sie alle gesammelt haben. Ach du Schande, die habe ich nicht, die hab ich nicht alle hergerichtet. Die Musikinstrumente, die sind so drüben. Lass mal gucken, wie die finden. Und das haben Sie alles gefunden? Das habe ich alles gefunden, ja. Wissen Sie noch wo, was? Nein, das ist teilweise Viertel? Schon... Ja, er war früher in Schwabing. Also das kann sein, die Trompete weiß ich, dass die von Schwabing ist. Die Gitarre ist von Schwabing. Die Zither weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, das ist auch noch so in der Gegend. Spielen Sie auch auf dieses Instrument? Nein, leider nicht. Vor allen Dingen, ich hätte gerne Trompete gespielt, aber das kann ich überhaupt nicht. Ja. Ich kann Akkordeon. Das spiele ich ja. Ein kleines bisschen Gitarre, aber nicht einmal das Instrument mehr auf dem. Als Kind habe ich es auf dem gelernt, also auf einem größeren. Leider, wenn man nicht mehr übt, dann geht es nicht mehr. Dann geht es nicht mehr, ne? Dann bleibt die Übung weg. Wie sind so die Leute so Mühlmänner gegenüber? Sind die immer freundlich, immer nett? Oder? Weihnachten ist das eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Es ist zwar noch nicht Weihnachten oder Neujahr, na, aber ich habe auch ein Geschenk für Sie. Ich bringe Ihnen ein Rudigramm, ein Ständchen. Sie stellvertretend für alle Mühlmänner in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Oh ja, da freue ich mich. Sind Sie toll? Mit? Ja. Man braucht den Mühlmann, sonst gäbe es nur Dreck. Denn unsere Gesellschaft wirft täglich viel weg. Ohne Müllabfuhr würde nichts funktionieren. Und es gibt immer noch Leute, die das nicht kapieren. Man braucht den Müllmann, denn ohne Müllmann gäb's hier nur noch Schmutz und Gestank. Ja, ja, man braucht den Müllmann. Und jedem Müllmann sag ich heute tausendmal Dank. Man braucht den Müllmann, ob arm oder reich. Zwar sind die Tonnen verschieden, der Inhalt bleibt gleich. Für den Umweltschutz ist der Müllmann so wichtig. Bekäme er ein Denkmal, dann wäre das nur richtig. Man braucht den Müllmann, denn ohne Müllmann gäb's hier nur noch Schmutz und Gestank. Ja, ja, man braucht den Müllmann. Und jedem Müllmann sag ich heute tausendmal Dank. Deshalb roef ik nur als lebende man van de Müllabfuhr. Man braucht den Müllmann in Ost und in West. Nach jedem Konzert, nach dem Markt, nach dem Fest. Ja, man braucht den Müllmann, wenn wir nicht mehr wissen, wohin mit dem Sperrmüll, dem Sofa, dem Kissen. Ja, man braucht den Müllmann. Denn ohne Müllmann gäb's hier nur noch Schmutz und Gestank. Ja, ja, man braucht den Müllmann. Und jedem Müllmann sag ich heute tausendmal Dank. Ja, man braucht den Müllmann. Denn ohne Müllmann gäb's hier nur noch Schmutz und Gestank. Ja, ja, man braucht den Müllmann, und jedem Müllmann sag ich heute tausendmal Dank. Auch heute Abend bei uns Erich Gebhardt aus München. Und weiter geht's mit Nippi Neu und Thorsten Franze. So, Nippi, fleißig geprobt mit Thorsten. Ja, ja. Wie ist das mit einem 10-jährigen Jungen? Geht das? Sehr wie alt waren Sie, als Sie angefangen mit Percussion? Ich war 22. Aha, also spät angefangen. Ja. Was wird ihr beiden zusammen machen? Wir zeigen musikalisch den Unterschied zwischen das Leben in der Natur und in der Großstadt. Na, dann bitte. Thank you.
Kirsten Franzl, 12 Jahre alt. Toll. Und weiter geht's mit Evelien Brückmann aus Wildeshausen. Ja, ich woon daar in de nähe, also Wildeshausen West, Ost, Nord. Nord. Wildeshausen Nord. Ja. 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 Da sind Sie auch geboren? Nein, bin ich nicht dort geboren. Ich glaube, kann man hören, oder? Hört sich französisch an. Ja, genau. Ich bin in die Bretagne geboren und groß bin ich in Paris. Ja. Ja. Und wie kommen Sie nach Wildeshausen Nord? Ach, Wildeshausen Nord. Eigentlich will ich das erste Mal nach Deutschland, würde ich sagen, dass er die Liebe. Ah. Ja. Sie haben einen deutschen Mann geheiratet. Ja, ein ganz toller Kerl. Ja, dann haben die Franzosen so den Ruf, tolle Charmeure zu sein. Warum kein Franzose, warum ein Deutscher? Warum ein Deutscher? Weil er genauso Charmeur war. Wie ein Franzose. Genau. Ja. Und Sie sind Hausfrau? Ja, genau. So zu sehen haben Sie eine Menge Kinder. Oh ja. Wie viel? Drei Stück. Drei Stück? Ja. Wie alt? 4,5 ist der Sebastian und der Benjamin ist... 3 und Alicia ist 2. Ja. Eine Menge. Oh ja. Das ist mal so bei uns zu Hause. Mein Mann braucht mich nur anzuschauen und schon bin ich schwanger. Und wen möchten Sie imitieren? Ich möchte Franz Gall imitieren. Franz Gall, ja. Er hat ein riesen Comeback, Franz Gall, war früher schon berühmt, jetzt wieder mit einem. Genau. Neuen Hit. Und zwar haben wir erstmal einen schönen Paillettenpullover für Sie. Ja. Mit welchem Lied? Mit Ella Ella. Ella Ella heißt? Ella, sie hat. Ella, gemeint ist Ella Fitzgerald, ja, hat genau. Das gewisse Etwas. Ja, Ella, genau. Ella. Genau. Voilà. Ja, meine Damen und Herren, Evelien Brückmann, eben noch in der Waschküche, jetzt auf unsere Showbühne.
Dankeschön, Evelien Brückmann. So, die nächste Überraschung drehten wir in Löningen. Ich nehme an, dass die meisten unter Ihnen nicht wissen, wo Löningen liegt. Und ich weiß es haargenau, denn auf dem Weg von Bremen nach Amsterdam bin ich etwa 300 Mal hier vorbeigefahren, ohne ein einziges Mal auszusteigen. Aber heute musste ich es, denn ich möchte einen Hals-, Nasen- und Ohrenarzt überraschen, der leidenschaftlich gern alte Filmprojektoren sammelt. Er hat gerade Sprechstunde, also gehe ich jetzt erstmal in das Wartezimmer. Der nächste, bitte. Guten Morgen, Herr Doktor. Das habe ich also nicht befürchtet, dass ich diesen Besuch hier kriege. Das ist nicht mal der 1. April heute. Zuvor war es noch nie hier, ne? Mit so einer illustren Gesellschaft noch nicht. Möchten Sie überraschen? Wer denn? Ich möchte das... Sie überraschen. Ja, bevor möchte ich jetzt eben sagen, dass Hals-, Nasen-, Ohrenärzte Kollegen von uns sind. Ja, wir sind auch zuständig für Leute, die das Wasser zum Hals stehen, die Nase voll haben oder übers Ohr gehauen werden. Ja. Und meine Überraschung hat etwas mit Ihrem Hobby zu tun. Das hatte ich befürchtet. Ja? Denn Sie sammeln Filmprojektoren von 1920 bis 1960. Auch das lässt sich nicht leugnen, das stimmt schon. Und das ganze Haus ist so voll damit, dass man mir das Gefühl hat, dass man bei Dr. Chivago ist als bei Dr. Dobermann. Können Sie mir mal Ihre Sammlung zeigen, bevor ich über die Überraschung rede? Ja, aber sicher. Das tue ich sehr gerne. Wo gehen wir dann hin? Wir gehen hier hin. Danke, gut. Hier haben wir zum Beispiel eine Maschine aus Dänemark, aus Odense. Sie ist die schwerste in der Sammlung, sie wiegt also satte 10 Zentner. Die nächste ist eine holländische Maschine, eine Philips. Sie hat den Herzogen Bosch ihren Dienst getan. Sie ist eine Vorkriegsmaschine, schon mit eingebautem Tongerät. Ja, wir sind hier jetzt, glaube ich, im Wohnzimmer, wenn ich es so sehe. Ja, da haben Sie recht. Da Was haben sagt Sie recht. Ihre Frau dazu, dass da hier so vier riesen Projektoren stehen? Ja, sie hat sich damit abgefunden und trägt es mit Würde. Ja. Haben Sie einen extra Putzfahrer dafür, um die Dinge sammeln? Um Gottes Willen, nein. Das ist meine ureigenste Beschäftigung. Ja. Wie viele Projektoren haben Sie insgesamt? Wenn Sie jetzt die Stationären meinen, dürften es etwa 24 sein. Können wir jetzt mal in den Keller gehen? Ich möchte gerne. Nochmal. Ja. Da gehen wir jetzt gleich. Ah, oh, wunderbar. Ganz toll. Wie viele Plätze gibt es hier? 19 Plätze und ein Notsitz für den Vorführer. Ja, und wie heißt dieses Kino? KKK. Was heißt das? Kleines Kellerkino. Ja, ich weiß zufälligerweise von einem Freund, einem Ehepaar von Ihnen, dass Sie so gerne mal einen Filmstar hier in dem Kino begrüßen möchten. Ja? Oder eine Uraufführung von einem Film. Möchte ich mal eine richtige Uraufführung erleben? Das wäre schon was Tolles. Eine deutsche Uraufführung. Der erfolgreichste Film in Amerika ist zurzeit Roger Rabbit. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Haben Sie schon gehört? Ja, davon? Ja. Das Diese wunderbare Mischung aus realen Filmstars und Zeichentrickfilmfiguren. Na, Sie bekommen die deutsche Uraufführung hier in Löningen in Ihrem KKK. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Wir sorgten dafür, dass ganz Löningen Bescheid wusste, während Bühnenarbeiter vor dem Haus von Dr. Dobermann den richtigen Rahmen für solch ein großes Ereignis herbeischafften. Vorher sah es so aus in der Vitusstraße. Nachher war es Sunset Boulevard. Thank you.
Sie waren ein Publikum wie in Hollywood. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, jetzt mir zu folgen. Wir gehen runter in das KKK, das kleinste Kellerkino. Bitte folgen Sie mir. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie sitzen bequem in diesem kleinen Kino. Ja? Und ja, selbstverständlich, wenn es schon das Hobby ist von Herrn Dobermann, dann soll er auch selbst den Film vorführen. Hä? Ja? Einverstanden? Ja? Dann bitte, gehen Sie nach hinten. Und Vorhang auf für den neuesten Steven Spielberg-Film, Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Aus, als hätten Sie eine Fliege gemacht, ja, was? Nee, Valiant hat ihn irgendwo versteckt. Bleib schön da, wo du bist. Hallo, Jungs. Ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Okay, Klugschwätzer. Wo ist der Kanickel? Hab ihn nicht gesehen. Was ist da drin? Meine Unterwäsche. Ah, verstehe, Valiant. Hier ist die Wohnung, Jungs. Und lasst alle Steine durcheinander. Wir haben einen zulässigen Tipp bekommen, dass das Kerlchen hier war. Das wurde uns von mehreren Leuten betätigt. Also, hör endlich mit diesem Schweiß auf. Wenn du noch weiter so dreckige Wörter sagst, dann muss ich dir wohl mal das Maul waschen. Hört auf zu lachen! Ihr wisst, was passiert, wenn man nicht mit dem Lachen aufhören kann! Eines Tages werdet ihr euch noch totlachen. Und was dich angeht, Valiant, wenn du aus der Reihe tanzt, hängen wir dich und deine Wäsche raus zum Trocknen. Vorwärts, Jungs. Abatsch, wie wir immer. Sie sind weg. Hüpf und Löffel, Eddie, der Verdufte, hat mir das Leben gerettet. Wie kann ich das je wieder gut machen? Für den Anfang, gib mir nie wieder einen Kuss. Auch heute Abend für uns Dr. Heinz Dobermann. Okay, jetzt kommt der letzte Imitator, meine Damen und Herren. Das ist Dieter Schwedes aus Augsburg. Einmal, die zwei, ja, genau. Wenn du den Finger dazu tust, dann hast du. Moment, du musst weiter runter. Hier. Das ist E-Dur, genau. Sitzen Sie heute Abend so stundenlang und üben und ja, macht es Spaß? Ja. Ja? Möchten Sie mal berühmt werden? Ja.
Ja. Richtig, Gitarrist so in der Gruppe oder so? Ja. Ja. Und Sie geben Unterricht, ja, ich gebe Gitarrenunterricht in Elektro, Akustik und Bassgitarre. Ne? Ja. Die meisten Jungs, die kommen, die so, möchten so wie er Karriere machen? Genau, in einer Band, einer Rockband, wo eventuell bekannt werden, Solo-Gitarre spielen, das macht Spaß. Ja. Und ja, wie viele Lehrlinge haben Sie, wie viele Schüler? So circa in der Woche 15 Schüler. Können Sie davon leben? Ja, nicht, in etwa nicht, kann man nicht ganz sagen. Da mache ich noch Musik am Wochenende, Freitag, Samstag, je nachdem. Ne? Und da spiele ich Gitarre und singe. Ja. Und heute wollen Sie einen großen Star bei uns imitieren. Mhm. Und zwar, sagen Sie es? Engelbert. Engelbert, sehr schwierig. Ja. Aber wollen wir gucken, was Passendes für Sie haben. Studierst du mal weiter. Ja? Okay. So, ja, ist meistens in Weiß, Engelbert. Ja, schön. Schön. So, ist das gut so? Ja, schick sehr genug. Schön, sehr. Mit welchem Lied? Please release me. Was heißt das? Bitte lass mich gehen. Bitte gehen Sie. Ja. Meine Damen und Herren, Dieter Schwedes, eben noch bei Gitarrenunterricht, jetzt auf unsere Showbühne. Meine Damen und Herren, die sechs Sieger aus den ersten sechs Sendungen kommen in der nächsten Show, die siebte, im Finale. Und
und sehr spannend. Wer wird aus dieser Show dabei sein? Ich sehe, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben, mal ein bisschen unterhalten. Sie sind, glaube ich, eine Chorgemeinschaft. Stimmt das? Aus Telgte? Ah, das ist eine ganze Menge. Wer ist alles von der Chorgesellschaft? Singen Sie in der Kirche oder wo singen Sie alle so? Wo? Wie bitte? Unser Herr Dirigent sitzt da. Ah, ist der Dirigent? Sie können es mir auch sagen. In Telgte, bei Münster. Aber singen Sie in der Kirche oder? Ja, in der Kirche. Ja? Ja. Beim Stadtjubiläum haben wir in der Festwiese oder so gesungen, nicht? Ich stehe so unbequem hier. Ich möchte eben was mehr wissen über Ihren Chor. Kommen Sie mal mit mir. Ja, kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Denn das ist so unhöflich so hier. Wie heißen Sie? Frau Stock. Stock, Vorname? Maria. Meine Damen und Herren, Maria Telgte. Nee, Maria Stock aus Telgte. Ja. Kommen Sie bitte mit. Ja. Vorsicht, Stufe hier. Ist mit die Stufe. Kommen Sie mal mit. So, bitte nehmen Sie Platz. Und Sie sind immer noch aktiv im Chor? Ja, bis jetzt noch. Ja. Ich überlege das manchmal, aber dann sagt man mir immer, ich soll noch bleiben. Ja. Sie wohnen in einer Kleinstadt, was? Nicht Großstadt? 15.000, 16.000 Einwohner. Da wohnen auch viele ausländische Arbeitnehmer? Ja, sehr viele Türken haben wir jetzt mittlerweile, alles Griechen in der. Ne? Vermieten Sie auch mal? Ja, doch, sicher. Ich habe gute Erfahrungen. Ich habe Türken gehabt, die haben lange bei mir gewohnt. Die haben zwei Kinder bekommen bei uns, die habe ich großgezogen, weil die Frau arbeitete. Und dann sind die schweren Herzens wieder zurückgegangen zur Türkei. Und sie schreibt immer noch Briefe und hat schreckliches Heimweh. Sie möchte so gern wieder nach Telgte hin. Wie ist so etwas dann? Sind da Kinder, türkische Kinder? Und waren Sie so eine Art Großmutter so für denen? Nein, also die sagten Tante zu mir, nicht? Tante, aber ja, eine Tante. Ganz tolle Tante. Ja, weiß ich nicht, die fanden das bei uns auch gut. Und die beiden gingen in der Fabrik arbeiten. Und da war das für mich selbstverständlich. Ich hatte meinen Mann verloren und ich hatte noch, doch Enkelkinder. Und ging sie morgens um 7 Uhr zu arbeiten, dann hat sie das Kind unten bei uns hingebracht. Da hatte sie ein Bettchen bei meinem Sohn im Zimmer stehen. Und jetzt haben Sie sie lange nicht mehr gesehen, aber Sie möchten diese Familie mal wiedersehen. Ja, ich möchte schon. Wir sind einmal da gewesen, meine Tochter und mein Schwiegersohn. Und es war aber sehr heiß, da konnte ich das Klima nicht gut vertragen. Aber ja, ich möchte sie schon, wir haben sehr Heimweh. Sie hat auch immer so Heimweh. Ja. Na, das Klima ist hier etwas angenehmer. Hier ist die ganze Familie Anna. Nee, das gibt's nicht. Doch, bitte schauen Sie mal dahin. Da schauen Sie mal. Hier. Da sind die beiden Jungs, sind auch da. Bitte, Frau Anna, wenn Sie... wenn Sie da Platz nehmen, Herr Anna. Ihr seid ja groß geworden, seid ihr. So, wenn Sie jetzt hier sitzen und dann kommen die Jungs daneben. Ja, ja, die Jungs, Sie haben sie schon lange nicht gesehen. Nee, wie lange ist das her? 5 Jahre, glaube ich. Ja. Und inzwischen haben sie natürlich einiges an Deutsch verlernt. Ja. Aber Aische nicht. Sie schreibt immer noch ganz getreu Briefe und immer den letzten Brief schrieb sie noch, mein halbes Gehirn ist in Deutschland und in Telgte und das andere in der Türkei. Ich werde nie in der Türkei wieder warm. Sie sind nicht nur jetzt für diese Sendung da, Sie bleiben ein paar Tage. Das haben wir uns so gewünscht. Ja, und kommen haben auch uns zu Ihnen. Ja. Oh ja, sicher, natürlich kommt ihr alle zu uns, nicht schön etwas. Gut, Sie sind so gerührt. Ich weiß, dass Sie fließend Deutsch sprechen, aber ich möchte es nicht mit weinen. Sie haben noch so viel zu erzählen hinterher. Wir machen noch einen kleinen Empfang. Und Sie kommen ein paar Tage zu Ihnen. Ja, sicher. Das möchte ich auch auf jeden Fall, dass Sie nach Telgte kommen. Okay, aber ich lasse Sie jetzt mal eben alleine. Meine Damen und Herren, jetzt geht es darum, wer wird Sieger bei den Imitatoren heute Abend. Sie sind Jury hier im Publikum und wir möchten Sie noch eben an allen 5 Sängern erinnern. Bitte sehr. Wort gekannt und Nachsicht. Die Karte.
So. Ja, Sie haben, meine Damen und Herren, alle eine Stimme abzugeben. Sie haben einen Knopf vor Ihnen. Wenn Sie da einmal drauf gedrückt haben, dann ist es aus, können Sie nicht mehr wählen. Also Sie müssen sich jetzt entscheiden, für wen Sie Ihre Stimme abgeben. Wer fand Hoffmann und Hoffmann am besten? Ja, das sind 22. Wer war begeistert von Sandra? Oh ja, 73. Wer fand Bab am besten? Das sind 33. Wer war begeistert von Franz Gall? Und wer schwärmt von Engelbert? Und das ergibt ein Wahnsinnsergebnis. Gewonnen hat Dieter Schwedt das aus Engelbert. Und so was von spannend. Irre. 72 gegen 82. Aber sie waren alle wahnsinnig toll. Und was sehr wichtig ist, das merken wir auch am meisten hinter den Kulissen, sie waren alle unheimlich sympathisch. Das merkte man auch in den Gesprächen und so. Ja, und gleich werden dann die Trophäen überreicht hier von meinem Assistent. Ich habe am Anfang der Show einen Assistenten im Publikum besucht, der einen Wunsch hatte, den wir nicht verraten haben, dass er etwas Besonderes mal einmal in seinem Leben tragen möchte. Er hat sich sein Leben lang dafür interessiert. Heute Abend haben wir es möglich gemacht. Hier, meine Damen und Herren, mein Assistent, Ritter Kurt Friedrich. Vorsicht, hier kommt die Stufe. Jetzt, ja. Und Ihre Tochter hatte recht, Sie wollten das einmal. Ich wollte das mal ansehen, so eine Rüstung mal zu sehen, wie das ist. Was mir also halt noch fährt. Fehlt mir jetzt ein Pferd und eine Lanze oder ein Schwert. Aber jetzt auch noch ein Wunsch erfüllt. Und Sie dürfen gleich das goldene Mikro an Dieter überreichen. Und das, nee, warten Sie noch einmal, das silberne an den anderen gleich. Und, meine Damen und Herren, wir sind wieder ein paar Wochen unterwegs. Wir überraschen vielleicht Sie, vielleicht Sie, vielleicht Sie. In jedem Fall heißt es am 19. November wieder...